Richtig harte Mucke am Start, hier geil. Ja, moin Leute. Ich möchte euch mal ein kleines neues Mobile Game ans Herz legen. Und zwar Mighty Doom. Das Doom des kleinen Mannes. Ja, man könnte jetzt in letzter Zeit denken, wenn man mich so ein bisschen verfolgt hat an Videos und Live-Content, dass ich zum übelsten Mobile Gamer geworden bin. Bin ich nicht. Ich spiele eigentlich bloß Raid. Zocke ich eigentlich auch nicht auf dem Handy, sondern läuft nebenbei auf dem PC immer, weil es ein schöner Lückenfüller ist und man ganz entspannt seine Champions so ein bisschen upgraden kann und ein schönes rundenbasiertes Kampfsystem hat. Ist ganz entspannt für nebenbei. Und sonst Diablo Immortal, was halt ja momentan so ein ARPG ist, was mir relativ viel Spaß macht und die Wartezeit auf Diablo 4 recht gut versüßt. Und wovon ich übelst positiv überrascht wurde. Ja, weitere Videos dazu, checkt meinen Kanal. Ansonsten zocke ich sonst eigentlich gar nichts weiter auf Mobile. Das sind so die drei Titel. Und ich fand Doom immer ganz geil und fand es ganz lustig, dass dazu ein Handyspiel rausgekommen ist jetzt. Ne? Und musste das erstmal auschecken. Es ist so ein bisschen, also hat nicht wirklich viel mit solchen Spielen zu tun, aber ich finde, es ist so ein bisschen wie Vampire Survivor. Bloß, dass du dich halt bewegst richtig viel und im Level weiter voranschreitest und ja, Etappe für Etappe weitergehst. Aber ansonsten wirst du halt mit Monstern zugeworfen, die du halt automatisch wegballerst und deinen Champion, sag ich mal, immer ein Stückchen weiter mehr auflevelst und upgradest. Mit Kram, den du findest. Ich habe ja schon ein paar Ausrufezeichen, was wir alles machen können. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich glaube, wir gehen erstmal eine Runde rein. Die erste Ebene habe ich jetzt schon komplett abgeschlossen. Da tauchen auch zwischendurch immer Bosse auf, die man töten muss. Und hier bin ich leider bei Level 31 von 40 gestorben. Weil es hier schon ein bisschen härter zugeht. Ich würde sagen, wir starten einfach rein, gucken uns das mal an. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu und checkt das auch gerne aus, das Spiel. Das ist eigentlich ganz lustig. Muss man mit der Steuerung gucken. Ich zocke jetzt irgendwie über BlueStacks. WASD-Steuerung. Also man hat hier gleich Upgrades. Und zwar kritische. Also ich nehme immer ganz gerne was mit hauptsächlich Damage. Das ist ziemlich useful. So, hier können wir mal schön ausweichen. Mit WASD können wir steuern. Ja, ihr bewegt euch ganz normal mit WASD und müsst halt den ganzen Sachen ausweichen. Die Gegner haben verschiedenste Schadensarten und Resistenzen. Sprich, eure Waffen haben auch verschiedene Schadensarten. Muss man mal gucken, dass man irgendwas nimmt, wogegen die Gegner anfällig sind. Eiskalt, das neue Perk, den kenne ich noch gar nicht. Fügt dem Rocket Launcher Eisschaden und eine Chance auf Verlangsamung hinzu. Wir nehmen direkt erstmal Querschläger, dann trifft man gleich mehrere Gegner auf einmal. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen Raketenwerfer, den kann ich mit Shift abfeuern. Den kriegt man auch Upgrades. Oh, hier kann man immer finishen. Dann kann man sich heilen, da kam ich gerade zu spät. Nehmen den Mehrfachschuss. Aber ich muss sagen, bei einer Videoaufnahme spielt man eh komplett anders. So, man ist halt wirklich nicht die Ruhe selbst irgendwie. Wenn ich mich jetzt konzentrieren würde, würde ich halt überhaupt nichts erzählen, aber ich möchte euch hier halt auch ein bisschen was zu sagen. Wenn ihr die Gegner tötet, die lassen halt ein bisschen Cash sammeln. Das braucht ihr zum Upgraden außerhalb der Runden. Zwischendurch trifft man auf so einen NPC hier. Da kannst du dich heilen oder irgendein Upgrade kaufen mit einem Schadensboost. Heilen können wir uns immer, wenn wir irgendjemanden finishen. Das ist random, ob man den finishen kann oder nicht. Und hier unten links seht ihr noch unsere ultimative Fähigkeit. Das ist die dritte Waffe, die man nachher freischaltet. Das füllt sich, indem man Gegner tötet. Sonst seht ihr hier so Barrikaden. Hier sind Fässer, die könnt ihr kaputt schießen, die explodieren. Die Barrikaden kann man, wie ihr seht, kaputt machen. Und die Gegner lassen hier nicht nur Moneten fallen, sondern wie ihr seht auch so eine kleinen viereckigen Icons. Das sind Materialien für Waffen, damit ihr eure Waffen verbessern könnt. Das kostet nicht nur Kohle, sondern ihr braucht auch Netz dafür. Aber wie gesagt, ich zeige euch das nach der Runde mal, was ihr wie upgraden könnt. So, ich habe mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt an die Steuerung. Es hat sich erst ein bisschen komisch angefühlt mit den Schritten, mit WASD, aber es funktioniert jetzt ganz gut eigentlich. So, ein Doppelschuss. Ein Twinshot. Ich finde das Spiel echt entspannt, wenn man irgendwie so morgens aufwacht und vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Bett raus möchte.
finde ich das zum Wachwerden eigentlich ganz, ganz cool. Habe ich heute früh gemacht. Kann man auf jeden Fall ganz entspannt in den Tag rein starten. Ja, und dann geht man hier mal Level für Level weiter. Zwischendurch tauchen ein paar Bosse auf. Ist hier mit einer der einfacheren Bosse, finde ich, weil man den Projektilen relativ gut ausweichen kann. Hier müsst ihr eigentlich immer bloß in Bewegung bleiben. Also das ganze Spiel handelt eigentlich davon, dass ihr in Bewegung bleibt und euch ordentlich bewegt. Und die Fähigkeiten ab und an teilweise mal getimed einsetzt. Geh mal den Cursor zur Seite. So. Dann kommt hier ein kleiner Finishing Move. Nummer 2 geteilt. Nochmal upgraden. Gemma. Macht mir gar nichts. Verlängert die Dauer aller Fehlfunktionsschwächungseffekte. Explosiver Glory Kill. Lass ein Gegner explodieren, wodurch nahe Gegner Schaden erleiden und zurückgeworfen werden. Aber man finisht die ja meistens nach dem Kampf. Außer du bist kurz vorm Tod und musst im Kampf noch hinrushen. Dann ist das schon nicht verkehrt. Aber wir nehmen Explosivschaden. So, und dann gibt es hier so ein Wheel of Fortune. Kann man drehen. Der Modbot-Dreh. Und wir haben erhöhten Flächenschaden und Radius. Immer her mit den Moneten. Das Ding ist, was ich anfangs gemacht habe, man darf sich nicht zu hektisch rumbewegen, weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas ausweichst und du läufst nach links und im selben Moment schon wieder nach rechts, wo du dem Projektil eigentlich ausgewichen wärst, dann hast du das Problem, dass du halt wieder reinläufst. Das sollte man natürlich vermeiden. Aber da kommt man recht schnell rein. Dann gibt es hier öfter auch so eine kleine Portale oder andere Sachen, Jump Pads und sowas gibt es denn alles. Den können wir finishen, können wir uns heilen. Sowas kann man außerhalb der Runde auch alles upgraden, dass du dich mehr heilst, also ein Kram. Wir haben jetzt schon einen Mehrfachschuss. Was ist, wenn wir den öfter nehmen? Dann müssten wir ja eigentlich noch eine Salve schießen, oder? So, actually, glaube ich, bringt der gar nichts. So, wir haben unsere Ult auch ab, die wir beim nächsten Boss mal benutzen. Kritischer Trefferboost, ein klein. Ich würde uns jetzt hier einfach mal heilen. Nehme ich eigentlich ungern. Eigentlich immer schön was mit Damage. Beziehungsweise womit man seine Effektivität gut erhöhen kann. Achso, falls sich Leute sonst fragen, wie man diese Spiele auf PC spielt. BlueStacks, ne? Weiß nicht, ob es noch Leute gibt, denen das noch kein Begriff ist. Das ist natürlich durchaus möglich, vor allem wenn man Mobile Games nicht spielt. Was ich ja eigentlich generell auch nicht tue. Dämonenabwehr, erster Eindruck. Das ist Dämonenabwehr. Beim Nahkampftreffer werden Dämonen in der Nähe zurückgestoßen und erleiden Schaden. Erhöht die Chance auf Benommenheit pro lebendigen Gegner. Lass das mal nehmen. Ja, ansonsten kann man das dann einfach über BlueStacks runterladen. Das ist so eine App, die kann man sich auf dem PC ziehen. Da kann man dann sämtliche Google Play Games bzw. aus dem App Store die Spiele runterladen und auf PC spielen. Muss man bloß gucken, bei den einen Spielen ist die Steuerung besser, bei anderen ein bisschen schlechter. Aber als ich das so über BlueStacks gesucht habe, habe ich das Spiel gar nicht gefunden, sondern ich musste bei Google eingeben: BlueStacks Mighty Doom, hab's dann nochmal runtergeladen und dann hast du sofort, wenn du BlueStacks runtergeladen hast, sofort die Möglichkeit, das Spiel auszuwählen und zu installieren. Guckt bloß, wenn ihr BlueStacks installiert, dass ihr den Ordner ändert, wo ihr das hin installiert. Haut euch das nicht unbedingt auf die Systemfestplatte, macht das halt auf eure
separaten Festplatten, die ihr für Spiele habt oder so. Den Boss mag ich übrigens am wenigsten. Aber wir schießen mal jetzt die Ult. Oh lol, die habe ich jetzt voll nach unten geschossen. Die musste ich steuern? Eigentlich hat die mal automatisch geschossen. Okay, jetzt bin ich gerade raus. Jetzt bin ich gerade raus. Ich muss sagen, auf dem Smartphone bzw. auf dem iPad steuert sich das mit dem Finger eigentlich ganz angenehm. Du hast halt wirklich unten nur den Joystick, wo du halt den Daumen drauf machst und ab und zu tippst du halt mal auf deine Zweitwaffe, den Raketenwerfer oder was man halt noch so freischalten kann, oder halt auf deine ultimative Fähigkeit. Also das hast du jetzt am PC nicht unbedingt einen Vorteil. Oh, du hast einige Fähigkeitspunkte. Mikroraketen. Wir müssen mal gucken, dass wir uns jetzt wirklich schnell heilen. Wir sind jetzt Level 20. Ja. Gut, alles ein bisschen knapp jetzt hier. Achso, in so eine Fallen, ne? Davon natürlich nicht reinlaufen. Den müssen wir wegmachen, weil der macht dieses Gift, was er dann so ganz schnell schießt. Mit drei Klumpen. Oh, da hinten ist noch einer. Das ist mein Tod. Ne, ist es nicht. Wir haben noch fünf Leben, let's go. Und diese Blöcke hier, die kann man glaube ich nicht zerstören. Die sehen schon so massiv aus. Oh nein, oh nein. Tot. Ja, aber man kann einmal pro Runde wiederbeleben. Ich habe jetzt 215 von den Dingern. Die kann man so nebenbei erspielen. Kann man ruhig immer mal benutzen, glaube ich. Aber es gibt, wie gesagt, pro Runde, also pro Session, pro Level. Also nicht pro Level, sondern ich sag mal pro Kampagnenabschnitt geht das nur einmal. So, Schadensboost, let's go. Ich hoffe mal, wir können uns jetzt ein bisschen mehr irgendwie Gegner schnappen, die wir finishen. So wie den hier, damit wir uns heilen können. Guck mal, wir machen schon richtig guten AOE-Damage. Selbst wenn wir nur einen treffen mit dem Abpraller und so, das ist mega gut. Kann ruhig mal das mit dem Eis nehmen. Oha, ich hab übelst viel Damage bekommen. Übelst heftig Damage bekommen, what the fuck. Ich hätte nicht reinlaufen sollen, so wild. Das sind, glaube ich, Nahkämpfer, das kleine Vieh, was wir gerade waren. Jawohl, sehr nice. Das ist einer der etwas nervigeren Bosse, aber ist auch nicht so schwer auszuweichen. Digga, ich schieße das Ding oder nehme, aber der, das fliegt übelst komisch. Da muss ich gucken, wie ich das auf dem PC steuere. Das ist sehr ungewohnt, wenn man das nicht mit dem Joystick macht, sondern mit WASD. Zweimal zuschlagen? Plasmaböen können denselben Gegner jetzt zweimal treffen.
Ich hab halt bloß. Können wir den seitlichen Schuss dazu nehmen? Ist beim Clear eventuell ganz gut, vor allem jetzt, wo wir ein bisschen weniger Leben haben. Vielleicht drehen wir ihn hier, wäre gar nicht so verkehrt. Okay, werden wir nicht drehen. Von Wänden abprallen, das ist auch gut, den haben wir noch nicht. Jetzt prallen die nicht nur von Gegner zu Gegner ab, sondern auch an den Wänden, das ist nochmal ziemlich nice. Oha, das hätte ich nicht fressen dürfen, das war gerade too much. Ah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Verrecke. Ja, hinten sind immer die voll auf Range schießen. Da muss man mal gucken, dass man da nicht zu lange hinten in der letzten Ecke steht. Denn da kommen irgendwann die ganzen Projektile an. Aber wir werden jetzt höchstwahrscheinlich verrecken. Ah ja, da war der Abpraller von diesem Plasma-Ding hinten an der Wand. Schade. Ich muss aber auch sagen, ich habe vorhin, nachdem ich das erste komplett abgeschlossen habe, habe ich nicht komplett alles geupgradet, deswegen habt ihr auch gesehen, dass da noch Ausrufezeichen waren. Vielleicht sind wir auch einfach zu weak. Also wir sind höchstwahrscheinlich sowieso zu weak. So, dann kriegt man ein paar Belohnungen. So, dann hat man hier einmal den Vaga-Abbauer. Den kann man einfordern. Das ist wie so eine Mine, die sich immer füllt. Kann man einfach mal eben so abholen, XP und ein paar Tokens. Kann man bestimmt noch upgraden. Man hat hier immer so kleine Nebenmissionen, wo man ein bisschen was bekommt. Hier haben wir wieder ein bisschen Kohle bekommen. Auch wieder welche von diesen Tokens, die man sich mit Echtgeld kaufen kann. Dann haben wir hier unseren Charakter, unser Equipment, wo wir einzeln die Waffen upgraden können. Man kriegt auch Ausrüstung. Oh, wir haben endlich Schuhe bekommen. Oh, wir haben nochmal 200 Leben dazu bekommen zur Max Gesundheit. Das ist ganz nice. Das ist nice. Ja, dann kannst du einfach raufgehen und dann kannst du verbessern. Dann siehst du hier, was du hier brauchst, die Verbesserungsmats, und du musst ein bisschen Kohle zahlen. Also nicht denken, dass nur weil da ein grüner Pfeil dran ist, dass es heißt, dass es besser ist als das, was ihr anhabt. Nein, das heißt nur, hey, ihr habt genug Mats, ihr könnt upgraden. Und ihr könnt auch auf den Slayer gehen. Und könnten den Slayer an sich upgraden. Wir auf Info drücken, stehen dann die Stats alle und ihr seht, was hier höher geht. Auf Stufe 10 alle Slayer, maximal Gesundheit 1%, alle Slayer Schaden 2%. Ich weiß nicht, ob das am Anfang so worth ist. Ich glaube, man sollte erstmal die Waffen und die Rüstung upgraden. Ach, das ist die Granate. Verteilt Energie zwischen Dämonen in der Nähe und fügt Dämonen die anfällig für. Okay, aber wo könnten wir Granate werfen? Habe ich gar nicht angezeigt bekommen. Müsste ja auch ein Button im Interface wenden sein. Kann aber auch sein, dass es gerade erst dazu kam. Gut, ich werde mal die Waffen upgraden hier. Skins kann man auch holen. Die Kanone geupgradet, Raketenwerfer geupgradet. Haben wir gut Kohle gemacht jetzt. Ne? Aber gut, ich habe vorhin auch nichts ausgegeben. Ne? Handschuhe gehen dann nicht, dann holen wir noch mit. Brustpanzer. Wollen wir zweimal upgraden. Gut, und mehr geht sonst noch nicht. Denn ich böller den Rest jetzt einfach in unseren Slayer rein. Alright. Man hat dann noch die Meisterschaften. Da kann man auch Kohle ausgeben. Also das, was ihr euch so erspielt. Dann könnt ihr einfach auf Verbessern drücken. Und random wird dann ein Skillpunkt auf eine von diesen passiven Eigenschaften verteilt. Verbesserte Munition, Waffenschaden auf 10 erhöht. Ja, ansonsten gibt es hier noch Kisten, da kann man öfter welche öffnen. Da habe ich noch Cooldown drauf. Man kann auch öfter sich eine Werbung angucken, darf man auch eine Kiste aufmachen.
Und hierfür muss man erstmal Kapitel 2 abschließen. Das sind dann Events. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Hier können wir noch eine Kiste einfordern wieder. Entspannten Helm und ein paar. Wie nennen wir die eigentlich? Diamanten? Kristalle, okay. Jo. Gut, Leute. Ich hoffe, das Video war informativ genug für euch. Ist ein bisschen spontan gewesen, vielleicht auch ein bisschen chaotisch, weil ich BlueStacks schnell runtergeladen habe und ich wollte einfach ganz fix mal ein Video dazu machen, weil ich das Game eigentlich für zwischendurch ganz cool finde. Aber ich würde sagen, das war's erstmal. Ich kann gerne demnächst nochmal, also ich werde jetzt sowieso ab und an mal das Game so ein bisschen Just for Fun spielen, wenn ich mal kurz die Zeit habe. Ein Run dauert immer so um die 15 Minuten knapp. 15 bis 20, bis man da komplett durch ist. Das geht eigentlich zwischendurch immer mal kurz fit. Ich kann ja, je nachdem, was für Feedback ihr mir so gebt, was ihr mir gerne in den Kommentaren droppen könnt, sehe ich ja, ob ihr Bock auf mehr habt. Und dann kann ich gerne nochmal dazu ein Video hochladen, sobald ich ein bisschen geupgradet bin.